Oh mein Gott, wir drehen uns im Kreis. Wow. Schwindelig. Wir kommen also zu einem kleinen Infovideo von mir. Seit gestern ist das Zelda-Abschiedsvideo oben und ich habe mir gedacht, dass das wohl der beste Anlass ist, das Video hochzuladen. Ich habe schon lange damit jetzt, ich glaube seit 2 Tagen oder so, wollte ich dieses Video drehen. Ich habe mich aber nicht getraut und ich werde es euch aber trotzdem sagen. Und zwar habe ich riesige Angst vor scharfer Kritik von euch. Ganz einfach, weil ich mir jetzt neue Haustiere holen werde. Ja, ich möchte mir neue Tiere zulegen, einfach aus dem Grund, Pedro ist weg, Zelda ist weg. Mich hat das Video während des Bearbeitens so gerührt und ja, ohne Zwerghamster ist mein Kanal so komisch und ohne jetzt, das ist ganz, die Twinkie, die war jetzt auch noch krank, das wisst ihr eigentlich gar nicht, aber die hatte Schnupfen gehabt, also die hat sich ein wenig erkältet. Ich habe das mit einer Lampe und alles, also mit so einer Rotlichtlampe, habe ich wieder hingekriegt, deswegen kamen auch keine Videos. Ich wollte es aber nicht euch sagen, weil es ist so viel Schlechtes momentan passiert, also was meine Tiere anbelangt. Deswegen wollte ich nicht sagen, hey, Twinkie ist krank und alle, oh mein Gott, Twinkie ist krank, was ist los, Epidemie, der letzte Hamster stirbt. Oh mein Gott, nein, das, genau das wollte ich irgendwie vermeiden und habe euch das nicht gesagt, deswegen kamen auch keine Videos von ihr. Und ich muss eigentlich alles auch noch weihnachtlich einrichten, werde mir aber noch was bei Rodipet auch noch bestellen, noch zusätzlich dazu, weil ich leider keine Weihnachtssachen gefunden habe. Das kommt jetzt aber noch. Ich versuche das Video, falls wenn, Anfang nächster Woche hochzuladen, damit ihr dann ein neues Gehege-Update habt. Und ja, ich möchte gerne neue Haustiere haben, sprich, ich brauche hier einfach kleine Wusels drin und ich möchte hier nur mal anmerken, es wird irgendwann, ich weiß noch nicht wann, weil ich kein Okay habe, ich werde mir einen Hamster fest von der Hamsterhilfe jetzt holen. Ich bin da die ganze Zeit am Gucken, aber bekomme leider nur Absagen, weil die Tiere, für die ich mich interessiert habe, bisher vergeben waren. Und zwar wird das Tier dann hier untergebracht. Ich weiß noch nicht, was, ich will es ja nur sagen als Ankündigung, keine Ahnung, hier sind schon einige Sachen verbaut. Das ist mein Terrarium, mein Glasbecken. Aber keine Sorge wegen der Luftzufuhr, das werde ich noch alles regeln, weil ihr dann noch ein zusätzliches Gehege-Einrichtungsvideo seht mit allem drum und dran. Da wird man das hier an der Seite dann noch mit, wisst ihr, also Leute, bitte nicht Kritik äußern, warum benutzt du das Luftzufuhr, bevor ich irgendwie Videos gedreht habe, weil dann wird man da schon alles wie niedlich sehen, wie ich das dann umwurschtel. Die Sachen wurden mir freundlicherweise von Rodipet zur Verfügung gestellt für den neuen Hamster von der Hamsterhilfe. Ich hoffe, dass ich dann bald ein Okay kriege, weil ich werde hier ganz verrückt. Und ich habe mir halt gesagt, dass ich mir selber zu Weihnachten schenke, dass ich mir einen Hamster holen werde. Aus dem Grund, weil ich mit einem neuen Gefühl ins neue Jahr übergehen möchte und nicht, dass jetzt, dass ich Zelda und Pedro verloren habe, weil ich jetzt einfach realistisch sehe, dass Pedro vielleicht für immer weg ist. Und deswegen ein neuer Hamster, aber es kommt noch dicker. Denn ich konnte mich von Zeldas Gehege irgendwie nicht trennen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin ja kritikfähig, ich nehme Kritik an und ich werde das jetzt umändern. Denn ich werde hier um den Ebenen jetzt einen Zaun bauen. Das werde ich euch dann auch noch in einem neuen Video zeigen, damit der Hamster nicht mehr runterplumpsen kann. Das wird dann hier auch genau getan. Ich habe jetzt nur das Wooden Feel. Ich möchte auch ein neues Wooden Feel haben, weil die Farbe gefällt mir jetzt, jetzt, die ist zwar toll, ist aber schon ein bisschen älter und ich möchte jetzt nicht ungefähr das Laufrad für den neuen Hamster haben, weil damit habe ich jetzt Zelda in Verbindung. Das ist dann eher das Laufrad für den Auslauf. Und ich möchte eher was Peppiges haben, anstatt zum Beispiel wie bei Twinkie blau, dann rot oder sowas. Aber da muss ich noch gucken, was ich da beschaue. Auf jeden Fall kommt da auch noch was noch rein und dann habe ich hier von kleine Pfötchen schon mal das Zwerghamster Granithaus mit der Granitplatte einfach hingestellt, damit das jetzt nicht so leer ist. Und ich weiß, das hat jetzt nicht die Mindestmaße, keine Sorge. Ich habe mir auf eBay Kleinanzeigen ein Becken gekauft. Das sieht hier so winzig aus. Ein Becken gekauft, das ist 50 mal 30. Das ist dann halt eine Mindestmaßgröße, die dann eingehalten wird. Wie ich die beiden Käfige verbinde, ist, ich werde hier eine Öffnung also reinbohren, dann mit einer kleinen Röhrenverbindung hier was machen, sodass das Tier dann die Möglichkeit hat, zwischen beiden Gehegen zu wechseln und dass man hier dann noch Hochstreu einstreuen kann. Und das ist noch nicht geputzt, deswegen sieht es so aus, 10 Euro bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr irgendwelche Glasbecken
anderen Nagarien, sucht immer bei eBay Kleinanzeigen in eurer Nähe, da befindet sich immer was. Oder ihr schaut bei gebrauchte Aquarien mit Rissen, weil, wie gesagt, es muss nicht das Beste sein, wenn man das gut putzt, dann ist es schon gut. Und ich verkaufe Zeldas Gehege nicht, auch wenn mich ganz viele danach gefragt haben, ich werde das behalten. Hier drunter kommt dann noch eine neue Kommode. Das werde ich dann auch noch machen, die werde ich morgen kaufen. Dann, damit das halt nicht hier so ist und damit Gesichtshamster ein bisschen höher ist. Und nein, da oben ist zwar ein Fenster, aber solche Lichtstrahlen reinkommen, werde ich das dann auch zumachen, also Rollo runter, damit sich das Tier nicht dadurch gestört fühlt. Und ich habe mir hier gesagt, weil das ja was mit Zelda zu tun hat und das ist, weil ich den Käfig dann auch mit Zelda verbinde, dass ich mir einen Hamster aus der Hamsterhilfe hole und dass ich mir hier einen ganz jungen Hamster hole, also wirklich frisch vom, entweder von einer Pflegestelle oder von einem Züchter, also Hobbyzüchter, aber da muss ich mir noch richtig überlegen, weil in meiner Nähe gibt's eigentlich gar nichts, da, also kann ich auch noch nicht sagen, ob ich Glück habe, ob ich da einen finde oder nicht, oder ob das bis nächstes Jahr noch dauert, bis ich hier ein neues Tier reinsetze. Rennmäuse möchte ich nicht, weil da finde ich das Gehege trotzdem zu klein. Deswegen einen neuen Hamster und weil ich halt die passenden Sachen dazu schon habe. Auch noch einen neuen Zwerghamster. Keine Ahnung, ich bin für alles offen. Zungarischer Zwerghamster, Hybridenhamster, Campbell-Zwerghamster, Roborowski-Zwerghamster, chinesischer Streifenhamster, der unter den Zwerghamster zählt, ist alles möglich. Mäuse möchte ich nicht haben aus dem Grund, weil meine Mutter, die, ich wohne ja noch zu Hause, ekelt sich ein bisschen davor, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich Mäuse total voll finde und liebe. Aber wenn ich halt nicht zu Hause bin, dann versorgt sie die Tiere und sie hat so ein Graul gegen Mäuse. Und ich finde auch mit Holzkäfigen das immer ist ein bisschen fraglich wegen dem Geruch von Mäusen, ob man das machen muss. Aber ich denke mal, dass wenn jetzt hier ein kleiner Nachfolger von Zelda reinkommt, ist das kein Thema. Hier wird dann ein ganz kleiner Frischling reinkommen. Ich weiß, ich habe keine Vorstellung. Lasst euch überraschen, das ist ein Überraschungspaket, was hier hinkommt. Mir ging es jetzt nur um, das hier nicht wegzuschmeißen, zu verdonnern, sondern daran zu arbeiten und euch mal zu zeigen, dass man auch Käfige vielleicht aufbessern kann, wenn da was gegeben ist. Und in dem anderen Gehege, dann wird dann halt ein Hamster der Hamsterhilfe auf jeden Fall Platz finden. Und ich möchte halt auch ein Tier haben, das älter ist, also ein ausgewachsenes Tier, wo ich sagen kann, dass das dann wahrscheinlich niemand genommen hätte, weil es nicht mehr klein und süß ist, sondern vielleicht auch schon ein Jahr alt ist, weil Hamster ja nicht so alt werden. Dann wirklich ein Tier die Chance zu geben. Vielleicht habe ich ja jetzt auch schon okay und ich weiß es nicht, weil ich muss dann noch in den Mail gucken, weil man muss sich ja da erst anmelden, dann muss man Bilder schicken, dann wird ein Termin gemacht und dann kann man das Tier abholen. Und ich möchte einfach in diesem Video, bin ich scharf, in diesem Video möchte ich einfach nur klarstellen, dass ich jetzt einfach bei einem Punkt bin, wo ich will nicht mehr traurig sein und ich will nicht mehr meinen Kanalbanner, da wo Zelda auch noch drauf und an. Ich möchte auch ein ganz neues Kanallogo haben. Natürlich, Zelda war ein super, super Tier, super toll, aber trotzdem fehlt irgendwas und ich vermisse sie einfach so schrecklich und also ich brauche irgendwas anderes. Egal, ob es jetzt ein ganz junger, kleiner Pupster ist, da, oder ob ich mir jetzt einen von der Hamsterhilfe hole. Ich weiß es nicht. Könnte auch sein, dass ich mir erst einen von der Hamsterhilfe dann hole oder erst einen kleinen Pups. Ich weiß es nicht. Steht alles noch in den Sternen, aber ich wollte es nur mal hier ankündigen. Nicht, dass dann irgendwann, hey Miyuki, Zelda ist seit einem Monat tot. Wie kannst du dir jetzt einen neuen Hamster holen? Ist ein Tierkanal. Ohne Tiere läuft nichts. Und ich lebe für Tiere. Ohne Tiere ist mein Leben Und nur weil das Leben eines Tieres vorbei ist, muss es nicht heißen, dass ich einem weiteren Tier keine Chance haben geben kann, mit mir mein Leben zu leben. Das ist, also das sollte man sich da mal, ja, bedenken. Und hey, Twinkie geht es wieder gut. Das heißt, ich kann mit ihr Videos drehen. Mit der Zahmheit von Twinkie, es ist so lala, weil sie manchmal möchte sie nicht. Sie ist so eine kleine Zicke. Und wie gesagt, die zwei neuen werden Zwerghamster sein. Tut mir leid an die Gold- und Teddy-Hamster-Fans. Aber die Gehege sind nicht groß genug für Teddy und Goldies und deswegen mache ich das auch nicht. Ich freue mich riesig, dann die Kanalentwicklung hier zu sehen und ob ich vielleicht ein Okay dann kriege von den Pflegestellen, dass ich da einen Hamster abholen kann. Ich wollte mich an der Stelle einfach nur nochmal bei euch bedanken für eure tollen Worte, dass ihr da einfach für mich da seid, weil es ist schwer, sowas zu verarbeiten, vor allem wenn man in der Öffentlichkeit steht, weil man muss Videos drehen, man muss gut gelaunt sein, man muss vor der Kamera sich super präsentieren, obwohl man schlecht gelaunt ist, obwohl man traurig ist. Obwohl man hier sitzt und immer weint, weil die Katze weg ist und nicht mehr wiederkommt. Und ich bin jetzt einfach realistisch und sage, der ist für immer weg. Weil, was bringt es mir jetzt,
inständig zu hoffen, dass er wegkommt und dann vergehen Monate und der kommt trotzdem nicht. Also ich sag, er hat 10 schöne Jahre gehabt, der Pero, schön war es, super toll, ich bin mit ihm aufgewachsen und und das ist dann auch gut und wenn er jetzt wirklich tot ist, dann ist das so, man muss damit leben, das Leben geht ja weiter und zwar werden wir niemals eine Katze hier haben oder zumindest ist das nicht, aber vielleicht wenn ich ausgezogen bin irgendwann mal, keine Ahnung, oder einen Hund später, wenn ich dann ausgezogen bin, auf jeden Fall, weil das ja einer meiner größten Träume ist und vielleicht kann man die realisieren, jetzt lebe ich hier in meiner Welt mit meinen Nagetieren, mit meinen Axoloteln, mit meinem Kostüm, mit meiner Fursona, die ist auch hier hinten. Ja, und ja Leute, dann, oh, ich habe das Gefühl, ich bin nicht scharf. Doch, jetzt bin ich scharf, oh. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch. Jetzt sind einfach nur aktuelle Infos gewesen, weil ich muss es einfach mal loswerden. Und es hätte wäre ganz komisch gekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Hamster da gefunden und gesagt, hey Leute, schau mal, was ich hier mache. Und dann wären alle wieder, ich habe mich jetzt die ganze Zeit im Video gedreht. Ich habe total gerade den Drehwurm. Meine Kamera ist gerade ausgegangen und ich habe jetzt einfach den Punkt jetzt aufs Gehege gelegt. Ja, meine letzten Worte dann hier nochmal. Ich hatte halt einfach Angst, dass es ganz viele Dislikes gibt, weil ja jetzt ein großer Teil meines Kanals mit Zelda verschwunden ist. Und man muss ja jetzt gucken, wie man das jetzt weiterhin regelt und ob vielleicht meine neuen Tiere auch genauso ankommen werden. Und ob ich zukünftig überhaupt noch so gut was präsentieren kann, obwohl ihr das halt mit Zelda gewöhnt ist, weil Zelda war ein ganz außergewöhnlicher Hamster, mit dem man alles machen konnte und deswegen werden neue Videos mit den neuen Hamstern vielleicht schwerer, vor allem also mit Twinkie, das ist so eine Sache mit dieser kleinen Zicke und deswegen auch, dass ich mir einen sehr jungen Hamster hole, vielleicht vom Züchter, der auch schon Hände gewöhnt ist, dass man da vielleicht guckt, dass er vielleicht genauso zahm wird wie Zelda, aber das garantiert sich nie. Ne? Muss jetzt nicht heißen, dass Hamster, die älter sind, schlechter sind. Das kommt immer auf den Hamster selber an. Ne? Ich könnte mir jetzt auch einen jungen Hamster kaufen, der ist genauso wie Twinkie und ist etepetete. Ne? Und der ältere könnte ja vielleicht zahmer sein. Es geht mir nur darum, ich will jetzt einen Hamster von der Hamsterhilfe und den anderen werde ich mir privat irgendwo holen. Und es steht einfach in den Sternen, wann ich würde, also am liebsten würde ich mir halt selber einen Wunsch erfüllen und das vor Weihnachten, damit ich dann Weihnachten nicht so sehr an meine verstorbenen und verschollenen Tiere denken muss. Das wäre toll und schreibt auch eure Meinung in den Kommentaren. Viele haben geschrieben, dass es okay ist, wenn ich mir ein neues Tier jetzt so schnell zulege. Aber einige meinen ja auch, dass ich dann nicht genau den Tieren hinterher trauern würde und dass das nicht rechtens ist, aber was ich überhaupt nicht verstehe, weil jeder Mensch damit anders umgeht. Und ja, 18.000 Abonnenten! Oh mein Gott, das habe ich ja vollkommen vergessen. Das ist, boah, ist ja richtig riesig und toll. Und ich werde noch ein Abonnenten-Special drehen. Ist schon gedreht. Das ist das Fail-Video, wo ich dann alle Aufnahmen präsentiere, die schiefgegangen sind. Da ist noch Pero und Zelda mit bei, natürlich, ja. Aber das werde ich dann hochladen und ich hoffe, euch freut's dann und ihr schaut meine Videos weiter und ihr guckt euch wahrscheinlich hier die Entwicklung meiner neuen Hamstis an und meiner Fursuit-Video, meiner Convention-Video, meinen ganzen Tier-Videos, weil hier alles ja total tierisch abgeht und bald kommt Star Wars raus, da freue ich mich richtig drauf. Das wollte ich nur mal hier gesagt haben. So, ich freue mich einfach nur. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns einfach im nächsten Video von eurer Miyuki. Tschüss!